Herzlich willkommen zu einem Dercho TV Extra, und zwar nämlich ein ganz bestimmtes, wenn ihr es mitbekommen habt, vielleicht durch die Ticker, bei Twitter oder bei Facebook. Es hat sich was ergeben im Bereich Politik. Ein politischer Rücktritt, wohl anscheinend aus gesundheitlichen Gründen. Matthias Platzeck, Brandenburgs Ministerpräsident, wird Ende August, so heißt es Medienberichten zufolge, zurücktreten. Der Grund, wie schon gesagt, auch laut Medienberichten, ist es der gesundheitliche Zustand laut NTV, wie ich es gerade eben auch noch mitgekriegt habe. Matthias Platzeck hat sowohl den Landesvorstand der SPD, so auch natürlich die Fraktion mitgeteilt, dass er zurücktreten wird. Und es wird natürlich auch noch ein Nachfolger feststehen, der mir im Moment nicht bekannt ist. Zu Matthias Platzeck selbst, Mitglied der SPD, der Sozialpolitischen Partei Deutschlands. Er ist seit dem 26. Juni 2002 Ministerpräsident des Landes Brandenburg und war auch deren Vorsitzender der SPD, nämlich von November 2005 bis April 2006. Nach dem Rücktritt von Manfred Stolpe als Ministerpräsidenten trat er dann dessen Nachfolge an, und beim Elbhochwasser im Sommer 2002 reagierte er sehr gut als Krisenmanager. Und die von Platzeck und Jörg Schönbohm geführte große Koalition von SPD und CDU hatte dann mit einer starken Verschuldung des Landes Brandenburg und einer stagnierten bzw. rückläufigen wirtschaftlichen Entwicklung zu kämpfen. Seit 2002 ist er auch Mitglied des Bundesrates, selbstverständlich als Ministerpräsident. Am 1. November 2003 wurde er zunächst zweiter Vizepräsident und dann natürlich auch von November 2004 bis Oktober 2005 turngemäß für ein Jahr Bundesratspräsident. Dementsprechend. Bei der Landtagswahl 2004 gewann er in seinem Wahlkreis das Direktmandat und wurde erneut Abgeordneter im Landtag Brandenburgs. Den hohen Verlusten von 7,4 Prozentpunkten bei der SPD blieb sie weiterhin die stärkste Kraft, sodass auch Platzeck weiterhin bei einer großen Koalition Ministerpräsident bleiben würde. Bei der letzten Landtagswahl 2009, also sprich vor 3 Jahren, hat er dann eine Koalition mit der Linken, die erste Koalition Rot-Rot. Nicht Rot-Rot-Grün, sondern Rot-Rot, sprich Großkoalition einer rot-roten Koalition genommen. Erst vor knapp einem Monat, besser gesagt, hatte Matthias Platzeck einen kleinen Schlaganfall erlitten, nahm 10 Tage danach aber wieder seine Arbeit auf. Er hatte zuletzt auch als er SPD-Vorsitzender war, hatte er auch einen kleinen Hörsturz erlitten und hat somit dann auch natürlich einen den SPD-Vorsitzenden Vorsitz natürlich abgegeben. Es gab auch viel Kritik an ihm, aber es gab auch viel in Sachen Berliner Hauptstadtflughafen, denn dort war er von 2003 an einer von 4 Vertretern des Landes im Aufsichtsrates oder ist er immer noch des Berliner Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH. 2013 wurde er zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der Fluggesellschaft gewählt und trat somit die Nachfolge vom regierenden Bürgermeister Berlins an in dem Vorsitz, nämlich von Klaus Wowereit. Zuvor hatte er die Führungsaufgabe, die Vertrauensfrage im Landtag gestellt in Brandenburg, hat diese mit 55 von 87 anwesenden Abgeordneten für sich entscheiden können, und dabei sprach sich auch die rot-rote Regierungskoalition für Platzeck aus. Und selbstverständlich ist es das erste Mal, dass ein brandenburgischer Ministerpräsident die Vertrauensfrage im Landtag stellte. Nach dem brandenburgischen Minister- und Beamtengesetz haftet Platzeck als Politiker nicht für den Fehler in seiner Funktion als Aufsichtsrat. So ist es halt. Aber es gab auch viel Kritik über Matthias Platzeck. Die Bildung der Koalition mit der Linken in Brandenburg löste auch eine heftige Diskussion aus, sogar innerparteilich bei den Sozialdemokraten. Kritikpunkt war vor allem, dass führende Politiker des Koalitionspartners ehemalige Stasi-Mitarbeiter waren. In einem Essay für das Nachrichtenmagazin Dem Spiegel verglich Platzeck die aus seiner Sicht notwendige Versöhnung mit der in den DDR Verantwortlichen mit den Versöhnungen Kurt Schumachers mit den ehemaligen Mitgliedern der Waffen-SS nach dem Zweiten Weltkrieg.
Und außerdem hatte er ebenso Kritik sorgte auch ein Interview in einem Äußerung von ein Interview Äußerung Platz 6, in der der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik in Analogie zu Österreich 1938 als Anschluss bezeichnete. Also hat er sich viel weit aus dem Fenster gelehnt. Nun das abrupte Karriereende. Ende August hat er gesagt, will er zurücktreten, also in gut einem Monat. Was dann natürlich noch weiter passieren wird, erfährt ihr spätestens dann natürlich dann in den nächsten Momenten. Das ist ein kurzes Extra-Video gewesen von Dercho TV. Mehr Infos natürlich derchotv.wordpress.com. Bis dann.